Wir machen weiter und nehmen den Faden von Serhi Jerdan auf, der eben sagte, wir müssen den Blick in die Geschichte werfen, und genau das werden wir jetzt machen. Genauer gesagt, wir werden jetzt mal einen genaueren Blick auf Russland, auf die Welt des Wladimir Putin werfen. Es wurde und wird ja viel spekuliert über die Motive, über die Strategien, wenn nicht sogar über den Geisteszustand des russischen Präsidenten. Viele seiner Aussagen, viele der Argumente, mit denen er seinen Überfall auf die Ukraine begründet hat, scheinen aus einer anderen Welt, aus einer anderen Epoche zu stammen. Umso wichtiger, diese Welt zu verstehen, zu versuchen, umso wichtiger zu begreifen, aus welchem Horizont dieser Mann handelt, wie er handelt. Uns diese Welt verstehen zu lassen, das unternimmt jetzt Martin Schulz-Wessel. Er ist Professor für die Geschichte Osteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat unter anderem in Moskau studiert und geforscht, hat über das Geschichtsdenken in Russland gearbeitet, über die Rolle des russisch-orthodoxen Klerus für das russische Geschichtsdenken und über vieles mehr, das er jetzt kondensieren wird zu einem 20-minütigen Vortrag über die historische Obsession des Wladimir Putin. Herr Schulze-Wessel, schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, danke für die Aufmerksamkeit, für das Interesse und vor allen Dingen danke dafür, dass Sie es jetzt noch am Ende eines langen Vormittags aufbringen. Das Entsetzen über den russischen Krieg gegen die Ukraine ist ja schon vielfach angesprochen worden. Es speist sich auch daraus, dass es um einen Angriff geht, der sich auf die Identität der Ukraine richtet und die physische Zerstörung der Ukraine gleichermaßen anstrebt. Ich spreche von der ukrainischen Identität. Das erklärte Ziel des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist, die ukrainische nationale Identität zu zerstören, die Bezeichnung der ukrainischen intellektuellen und politischen Eliten als Faschisten ist ja nichts anderes als eine Unwerterklärung. Und zum Zweiten geht es um die physische Zerstörung der Ukraine. Das heißt, um Angriffe auch auf Zivilisten, keineswegs als Kollateralschäden, sondern ganz systematisch die Zerstörung von Infrastrukturen, zivilen Infrastrukturen, was wir jetzt gerade im Hinblick auf die Energieversorgung vor dem Winter erleben und was Solidarität mit der Ukraine, tätige Solidarität mit der Ukraine verlangt. Diese Angriffe zielen auf Objekte weit hinter der Front. Und die Botschaft ist da immer dieselbe, nämlich dass es kein sicheres Leben in der Ukraine gibt, nirgendwo. In der Ukraine gibt es in großem Maße Binnenflucht und es gibt auch Flucht über die Grenzen. Das sind 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb der Ukraine ein neues Zuhause suchen, und dieselbe Zahl, die über die Grenzen geflohen ist. Das ist eine Dimension, die der gleicht von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Angesicht von Flucht und Vertreibung prozentual. Der Krieg ist auch damit verbunden, dass Personen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer gezielt aus der Ukraine nach Russland verbracht werden, und zwar über Filtrationslager, die von russischer Seite auch so genannt werden. 18 solcher Filtrationslager gibt es, oder von so vielen weiß man. Und es ist über 1 Million von Ukrainern eben nach Russland verbracht worden, darunter 200.000 Kinder und Jugendliche. 5.000 ukrainische Waisenkinder sind von russischen Familien zwangsadoptiert worden. Das heißt, dieser Krieg hat auch eine bevölkerungspolitische Dimension, wenn man auch bedenkt, dass es gerade nicht russische Ethnien sind, die in diesem Krieg von russischer Seite aus verheizt wird, dann wird diese Dimension des Ethnic Cleansing deutlich, die der Krieg hat.
In Deutschland hat es relativ lange gedauert, bis wir die Augen geöffnet haben für die Ausmaße dieser Gewalttaten. Und das hat selbstverständlich damit zu tun, dass in Deutschland die viel größeren Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, die von Deutschland begangen worden sind, der Holocaust, aber auch die deutsche Kriegsführung im östlichen Europa mitgedacht werden und man Gleichsetzung vermeidet. Dennoch müssen die Verbrechen beim Namen genannt werden. Russland führt zweifellos einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. So wie geschichtliche Gründe für den deutschen Diskurs im Hintergrund stehen, so ist es im russischen Fall eben auch die Geschichte, die die Motivation und den Diskurs über den Krieg vollständig beherrscht. Im Unterschied zu dem Krieg gegen die Tschetschenen, gegen Georgien und auch gegen Syrien, wo immer völkerrechtliche Argumente von russischer Seite herangezogen worden sind, ist es im Falle der Ukraine ausschließlich der historische Mythos, der zur Kriegslegitimation von Putin herangezogen wird. Und dann sind wir bei Putin als Historiker, was ja in der Einleitung angesprochen worden sind. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass man einen Staatspräsidenten hat, der obsessiv mit Geschichte umgeht, der selbst Geschichte zu schreiben versucht und natürlich als Präsident Geschichte macht. Der italienische Historiker Macagliotti hat das schön auf die Formel gebracht, dass Putin ein Amateurhistoriker schlimmster Art ist, der sich mit der Geschichte angelegt hätte. Damit meint er, dass bei allem amateurhaften Wissen, was Putin sich angeeignet hat, eben ein Verständnis, ein historisches Verständnis, historische Urteilskraft nicht vorhanden ist. Der Fluss der Geschichte, so sagt Galliotti, fließt eben niemals rückwärts. Die Ukraine, von der Putin spricht, ist nicht mehr die Ukraine des 19. Jahrhunderts. Sie ist auch nicht die Sowjetrepublik Ukraine und sie ist nicht mal mehr die Ukraine des Jahres 2014. Und da liegt, glaube ich, der Hund begraben für den russischen Umgang damit. Wenn man jetzt versucht, als aus einer wissenschaftlichen Perspektive damit umzugehen und dem etwas entgegenzusetzen, dann hat es, glaube ich, wenig Sinn, jeden einzelnen Fehler, den Putin gemacht hat, in seinen Reden und in seinen Essays zu korrigieren. Sondern es geht darum, ein eigenes Narrativ zu finden, das sich natürlich irgendwie auf den Krieg und auf Putins Positionen bezieht, aber es nicht irgendwie negativ kopiert. Aus meiner Sicht sind dabei zwei Fehler zu vermeiden. Das eine ist ein zu starker Präsentismus, also die deutsche öffentliche Diskussion über Russland in den Tagen und Monaten vor dem Krieg hat nach einem simplen System von Rational Choice Nutzenabwägungen angestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Russland diesen Krieg gar nicht wollen kann, weil der sich eben wirtschaftlich und auch im Sinne von Machterhaltung nicht lohne. Also so eine stark gegenwartsbezogene oder auf die allerjüngste Zeitgeschichte bezogene Betrachtung führt nicht sehr weit. Ich bin aber auch dagegen, russische Geschichte in ihrer ganzen Tiefe heranzuziehen, um den Krieg heute zu erklären. Das wird vielfach gemacht, man liest das jetzt immer häufiger, es klang auch heute an einer Stelle mal an, also auf das grausame russische Mittelalter zurückzugehen oder Vergleiche zwischen Putin und Ivan dem Schrecklichen anzustellen oder die Mongolen heranzuziehen. Das klingt, ist erstmal suggestiv, erklärt aber wenig. Was ich vorschlagen möchte und woran ich im Moment an einem Buch schreibe, was ich jetzt auf eine für mich schmerzhafte Art und Weise verkürzen werde,
Was ich vorschlagen möchte, ist eine bestimmte Epoche der russischen Geschichte als Erklärungsrahmen vorzuschlagen. Und das ist die imperiale Epoche der russischen Geschichte seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, also seit Peter dem Ersten, den man auch als Peter den Großen kennt. Der Neuanfang der russischen Geschichte, die mit diesem Namen verbunden ist, ist aus unserer Sicht in unseren Schulbüchern vor allen Dingen diese Öffnung nach Westen hin, das Reformprogramm, was Peter der Große vollzogen hat, das ist sozusagen Russlands Weg nach Westen. Dazu könnte man auch viel sagen, aber ich lasse das einfach stehen. Russlands Weg nach Westen hat aber auch eine andere Dimension, eine machtpolitische. Das Vordringen des Zarenreiches in das europäische Staatensystem, was mit Peter dem Ersten begann und gerade an der Ukraine einsetzte. Die Ukraine war zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch ein eigenständiger Staat, auch mit diplomatischen Verbindungen nach Europa. Und dieses eigenständige Hetmanat wurde 1709 von Russland unter Peter dem Ersten unterworfen. Im Zuge des großen Nordischen Krieges, in dem das stattfand, erweiterte sich Russland auch um die baltischen Provinzen, also damals Livland und Ingermanland genannt. Und in dieser Zeit übte Russland auch bereits ein Protektorat über die Republik Polen aus, bis es am Ende des 18. Jahrhunderts Polen teilte. In dieser Zeit schon entstand ein Ost-West-Gegensatz dadurch, dass von britischer Seite vor allen Dingen ein Versuch des Containments ausgeübt wurde. Also schon damals, am Anfang des 18. Jahrhunderts, genau zwischen 1716 und 1721, gab es einen klaren Blick dafür, dass dieses Vordringen Russlands nach Ostmitteleuropa russische Hegemonie bedeuten würde. Dieses Containment Londons setzte in Deutschland an, also Berlin, Preußen sollte gewonnen werden für ein Rollback in den Mächteverhältnissen. Preußen hat sich damals, und das ist, glaube ich, wirklich ein Epochenjahr 1719 gewesen, für Russland entschieden. Und damals, 1719, beginnt die Geschichte der speziellen deutsch-russischen Beziehungen. Unter den Vorzeichen der Teilung Polens und der ja fast gleichzeitig stattfindenden Französischen Revolution hat diese staatenpolitische Spannung eine ideologische Aufladung bekommen. Also auf der einen Seite stand die Betonung eben von Volkssouveränität von französischer Seite aus, während die Teilungsmächte auf monarchischer Solidarität und auch auf dem Beharren des Teilungsprinzips, des Rechts zur Teilung und der Vorstellung von Einflusssphären bestand. Diese Ideologisierung des Ost-West-Gegensatzes, die viele Ähnlichkeiten mit der Gegenwart heute hat, wobei man Determinismus und rückblickende deterministische Geschichtssicht immer vermeiden muss, aber diese Analogien gibt es. Die wurden vollends sichtbar in dem polnischen Aufstand von 1830-31, als die russische Hegemonie in Ostmitteleuropa eben durch einen Freiheitskampf herausgefordert wurde, der von russischer Seite erfolgreich unterdrückt wurde. Und wiederum war es so, dass die Berliner Politik vor einer Entscheidungssituation stand. Also würde sie die Polenbegeisterung, die es damals gab in den 1830er Jahren, würde sie die unterstützen, auch um den Preis eines Kriegs gegen Russland, das erwog der preußische Außenminister Armin tatsächlich, oder würde es eben Russland unterstützen? Das ist geschehen, also Preußen hat Russland mit Waffen unterstützt und somit die Situation der Teilung, aber auch die
Ost-West-Spannung des 19. Jahrhunderts vertieft. Im ausgehenden 19. Jahrhundert ist das, was sich in der polnischen Frage herauskristallisiert worden, dann auf Polen übertragen worden. Und um das zu verstehen, muss man einen Blick darauf werfen, was eigentlich dieser Konflikt mit Russland selbst gemacht hat. Der russische Nationalpoet Alexander Puschkin hat 1831, also noch während des polnischen Aufstandes, ein Gedicht geschrieben mit dem Titel An die Verleumder Russlands. Dieses Gedicht war antipolnisch, aber auch gegen Europa, gegen die europäische Öffentlichkeit gerichtet, die ebenso Polen begeistert war. Die zentralen Strophen, die zentralen Zeilen in diesem Gedicht lauten: Slawianski ruchi sajuca w ruskoje morje ano isjaknet wot vapros. Also ergießen sich die slawischen Ströme im russischen Meer oder trocknet es aus? Das ist die Frage. Und das Fatale an dieser Fragestellung, die sehr, sehr populär geworden ist, ist der scharfe Antagonismus, also die Vorstellung, dass Russland nur bestehen kann, wenn Polen und die anderen Slawen sich Russland anschließen. Sonst würde das russische Meer austrocknen. Diese scharfe Alternative ist schon am Ende des 19. Jahrhunderts von Polen auf die Ukraine übertragen worden. Und es ist das, was wir eben auch im 20. Jahrhundert erleben, also die imperiale Imprägnierung der russischen Nationsidee, die Vorstellung, dass Russland nur sein kann, wenn es imperial ist und sonst eben zerfällt. Selbstverständlich gibt es in der sowjetischen und russischen Geschichte Wandel. Also ein im Grunde verheißungsvoller Ansatz ist ausgerechnet mit den Bolschewiki in den 20er Jahren verbunden, als Lenin eine Politik der Einwurzelung des Sozialismus in die verschiedenen nationalen Kulturen der Sowjetunion vorgesehen hat, was auch in Bezug auf die Ukraine durchgeführt wurde, also eine proaktive Förderung ukrainischer Nationalkultur durch die Bolschewiki, was aber unter Stalin in einem starken Gegenschlag zurückgedrängt wurde. Für uns ist relativ wenig bekannt, dass auch Politiker, die wir hochschätzen, wie Gorbatschow, der imperialen Doktrin verpflichtet waren, dass Russland nicht ohne die Ukraine, ohne die Herrschaft über die Ukraine sein kann. Und dieser Strang zieht sich eben bis in den Krieg. Vor wenigen Tagen hat der russische Außenminister Lavrov ein Video aufgenommen, das über Twitter verbreitet worden ist und das man heute auch noch ansehen kann. Er steht da in seinem Kabinett mit Biedermeier-Möbeln im Hintergrund und sagt ein Gedicht auf. Also wenn es nicht alles so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Es ist das Gedicht von Alexander Puschkin an die Verleumder Russlands. Und die Übertragung von dem polnischen auf den ukrainischen Kontext ist völlig eindeutig, auch durch die Bilder vom Ukraine-Krieg, die eingespielt werden. Der Krieg wirft existenzielle Fragen auf, nicht in dem Sinne, wie Puschkin sie formuliert hat. Also es geht nicht um die Frage, ob Russland ist oder nicht ist, indem es imperial ist, sondern existenziell ist dieser Krieg für die Ukraine. Aber auf andere Weise auch, denke ich, für uns. Also es gibt einen Preis, der zu zahlen ist. Armin Nassee hat schon gesagt, dieser Preis ist hoch, aber er ist notwendig. Und wenn ich am Ende eine Meinung äußern darf, dann bin ich zuversichtlich, dass Deutschland diese Probe auch bestehen wird.
Danke für die Aufmerksamkeit. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, zeichnen Sie diese imperiale Doktrin bis zurück ins, also die hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert, wird aber transportiert bis heute und bildet immer noch einen Bezugsrahmen für das russische politische Denken. Wie findet so eine Transformation statt? Warum gibt es nicht, ich meine, es ist ja offensichtlich ein ideologisches Modell, das man ja durchaus kritisieren kann oder das man, gegen das man aufklärerisch vorgehen könnte. Mich würde interessieren, wie zum Beispiel die russische Geschichtswissenschaft mit solchen Modellen umgeht oder ob es nicht aus Sicht auch ihrer russischen Kollegen eventuell Alternativvorschläge gibt, Geschichte zu verstehen und geschichtliche Verläufe zu verstehen. Also da liegt ein großes Problem, also dass es eben seit dem 19. Jahrhundert eine Tradition in der russischen Geschichtsschreibung gibt, die russische Geschichte als imperiale Geschichte entwirft. Das sind Historiker wie Salavjow oder Klutschewski, die mit ganz verschiedenen Zugängen, also Salavjow war konservativ, aber Klutschewski ein Liberaler, dann doch gleichermaßen Einheitsvorstellungen entworfen haben. Also dass die Ukraine, die man damals Kleinrussland genannt hat, dass die ein Eigenrecht haben könnte, ist ganz wenig gesehen worden. Also es gibt einzelne heute weitgehend vergessene Historiker, die sich auch auf Reisen gestützt haben und dann gesagt haben, naja, in diesem kleinen Russland ist doch alles sehr viel anders und sind wir da nicht Kolonisatoren. Also solche Gedanken blitzen mal auf, sind aber jenseits sozusagen der Magistrale der russischen Geschichtsschreibung. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was Sie gesagt haben, seit dem 18. Jahrhundert. Ich möchte den Eindruck vermeiden, dass es im 18. Jahrhundert schon so ein Mindset gegeben hat, wie wir es heute haben, sondern es handelt sich um eine relativ komplexe Entwicklung über mehrere Stufen, von der jede Stufe die nächstfolgende nicht voraussehen konnte. Also wenn Peter der Erste Eroberungen gemacht hat, hat er ja nichts gemacht, was jetzt irgendwie außerhalb des Üblichen gewesen wäre, nicht? Aber das Besondere ist eben, dass Russland sich ein Imperium innerhalb Europas angeeignet hat mit der Herrschaft über Polen, auch das Baltikum und die Ukraine, und damit zwangsläufig in einen Ost-West-Gegensatz hineingesteuert ist, an dem die deutschen Staaten Preußen und die Habsburger Monarchie natürlich ihren Anteil haben. Also es ist eine Geschichte, die uns seit dem 18. Jahrhundert betrifft. Das ist nicht nur Nord Stream 2, sondern Nord Stream 2 ist sozusagen der späte Nachklang einer deutsch-russischen Verbindung, die im 18. Jahrhundert beginnt und die dann eben mit der Ideologisierung dieser ganzen Geschichte sowas wie ein Self-Reinforcement enthält. Also Armin Nassee könnte sicherlich, also es wäre sehr spannend, mit dir mal über die Fragen von Path Dependency zu diskutieren, die es da gibt. Path Dependency verstehe ich dabei eben nicht deterministisch, sondern als eine Entwicklung, wo eins aufs andere aufbaut, ohne dass das, was später kommt, dann vollständig aus dem zu erklären wäre, was vorher war. Sie haben eben den Begriff Kolonialismus genannt. Damit kann man ja tatsächlich auch diesen imperialen Gestus oder diese imperiale Doktrin Russlands beschreiben. Nun gab es spätestens seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine postkoloniale Emanzipationsbewegung auf der gesamten Welt. Warum konnte sich Russland dagegen ideologisch so immunisieren? Warum spielt das keine Rolle? Warum wird nach wie vor wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass eigentlich die slawischen Staaten Teil Russlands sein müssten? Das ist eine spannende Frage. Also die Sowjetunion war ja an der Speerspitze der Dekolonisierung, also hat das ja
gegenüber afrikanischen Staaten etwa oder auch anderen selbst als Programm, als antiamerikanisches Programm betrieben und seine eigenen Besitzungen oder seine eigenen Herrschaften nicht als kolonial verstanden. Das gilt auch für Zentralasien, aber gilt natürlich umso mehr für die Ukraine, die in einem gemeinsamen nationalen Kontext letztlich gesehen wurde, also als verwandtes Volk, wo die Grenzen nie ganz klar waren, ob es jetzt ein Volk ist, was in verschiedenen Sowjetrepubliken lebte oder eben verschiedene. Ich würde da ganz gerne noch eine Bemerkung über unsere Geschichtsschreibung anschließen. Also es gibt in der Geschichtsschreibung jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gibt es geteilte Meinungen, wie man eigentlich das Verhältnis von Russland und der Ukraine historisch beschreiben sollte. Und es gibt viele, also jetzt sehr ernstzunehmende Historiker, in den USA Velichenko, in Deutschland Andreas Kappeler, die sagen, das ist eine imperiale Herrschaft gewesen, aber keine koloniale. Also eine koloniale Herrschaft geht ja sehr viel stärker dann in die Ausbeutung, aber auch in die identitäre Beherrschung sozusagen hinein. Während eine imperiale Beherrschung auch Elitenassimilation vorsieht. Und man kann sagen, jetzt für die Zeit von Katharina II. Oder auch für die Zeit von Chruschtschow und Brezhnev, dass durchaus ukrainische Eliten in diesen Zentralstaat integriert worden sind und auch ihren Vorteil in dieser gemeinsamen Staatlichkeit gefunden haben. Wenn man das so sieht, dann kann man wie Andreas Kappeler von den Russen und den Ukrainern als ungleichen Brüdern sprechen. Ungleich, aber eben doch Brüder. Es gibt den anderen Ansatz, der von einer kolonialen Herrschaft spricht. Das gilt, glaube ich, oder hat eine besondere Plausibilität für die Stalinzeit, wo es in dieser großen Hungersnot aus meiner Sicht damals schon gezielt um die Vernichtung von nationaler Identität der Ukrainer ging. Und das gilt auch für bestimmte Epochen der russischen Geschichte. Würden Sie denn sagen, dass es bis heute ein kardinaler Fehler der westlichen Politik war, diese imperiale Doktrin einfach zu ignorieren? Sie sprachen das Gegenmodell von einem präsentistischen Modell, das ja wohl eher davon ausgeht, ja gut, es gibt historische Bestandteile im Selbstverständnis eines Volkes, aber eigentlich leben wir doch alle in einer globalisierten Welt und wir haben Interesse daran, dass diese globalisierte Welt funktioniert, dass es wirtschaftliche Vorteile aus Handel und Kooperation gibt. Das wäre so die kapitalistisch-westliche Sicht auf das Geschehen. Hat die einfach fatalerweise die Kraft einer solchen imperialen Doktrin ausgeblendet und sie nicht ernst genug genommen? Ja, das kann man sicherlich sagen. Also es wurde einfach nicht gesehen, wie in was für langen Zusammenhängen und mit welchem missionarischem Auftrag die russische Politik unter Putin agiert. Es gibt eine ganz schöne Szene eines Besuches von Olaf Scholz in Moskau im Vorfeld des russischen Angriffs. Nicht? Da steht er dann zusammen mit Putin und vielleicht erinnern Sie sich daran sogar an die Szene, weil die im Fernsehen viel gezeigt wurde und dann besprochen wurde. Und Scholz sagt dann, naja, also er sei jetzt der Meinung, so persönliche Herrschaft müsste ja auch nicht ewig gehen und man sollte jetzt mal eine Regelung für die Ukraine finden, die nächsten 4 Jahre funktioniert. Und danach jedenfalls sei er ja wahrscheinlich auch oder möglicherweise nicht mehr in der Macht und er wüsste nicht, wie das jetzt bei Putin sei. Ne? Das war so ganz witzig und wurde in den deutschen Medien irgendwie auch gefeiert, weil Scholz was riskiert hat da. Ich weiß gar nicht, ob Putin es überhaupt verstanden hat. Also, weil er jetzt nicht vorgeblich, sondern ich denke tatsächlich in langen Linien sieht und sich in seiner Rolle für die russische Geschichte
in ihrer tausendjährigen Dauer betrachtet. Nicht? Und die Frage, dass man ja ein schönes Leben sozusagen dann noch nach der eigenen Amtszeit hat und die Regelungen nur funktionieren müssen, solange man an der Macht ist, dass das entspricht nicht seinem Mindset und es würde auch in Russland nicht funktionieren, also weil es eben keine Demokratie ist und man nach einer Abwahl dann nicht ein unbehelligter Politiker wäre. Also das ist ja das Fatale an der russischen Staatsform. Aber dann wäre jetzt die interessante Frage, was das für die Handlungsoptionen bedeutet, die man im politischen Umgang mit Putin hat. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war noch am ersten Tag des Krieges, trat Annalena Baerbock an die Presse und sagte, also dieser Krieg wird Putin und Russland teuer zu stehen bekommen. Sie werden wirtschaftlich isoliert sein, es wird einen massiven wirtschaftlichen Schaden geben. Darauf zielen ja auch die Sanktionen, die gegen Russland ergriffen wurden. Aber das spielt dann auf einer ganz anderen Ebene, als es aus Ihrer Sicht für Russland relevant wäre. Also man wird wir haben auf der einen Seite ein Weltbild, das diesen historisch, zum Teil auch mythischen Bezugsrahmen hat. Das ist ja durch wirtschaftliche, realpolitische Drohungen überhaupt nicht angreifbar. Also daraus entstehen ja keine, das scheinen ja nicht die Handlungsoptionen zu sein, die man im Umgang mit Russland hat. Was wären die Umgangsoptionen mit einem sich weiterhin als imperial verstehenden Staat und Staatsmann? Also ganz schwer zu beantworten, aber ich glaube, zunächst mal muss man sich klar machen, dass Putin versucht, uns eine bestimmte Sichtweise aufzudrängen. Und das ist die Sichtweise, dass es möglicherweise zu einem Atomkrieg kommt. In der Tat verhält er sich ja so. Also wenn man sozusagen seine Muster sich anschaut, dann sind die ganz stark eskalatorisch. Nicht? Also als die ukrainische Armee einen Rückschlag erlitten hat in Luhansk vor nicht langer Zeit, hat Putin dann darauf reagiert, indem er die vier ukrainische Regionen förmlich annektiert hat. Also könnte man ja erstmal sagen, was für ein Irrsinn, weil er sich damit natürlich selbst Handlungsoptionen raubt. Die Logik einer solchen Politik ist die eines Pokerspielers, der einfach den Einsatz erhöht. Also er hat militärisch konventionell, glaube ich, sehr schlechte Karten, aber es wird der Einsatz erhöht und der Adressat ist nicht die Ukraine, der Adressat sind wir. Also die Botschaft ist, dass die Eskalationsbereitschaft grenzenlos ist und dass das im Atomkrieg endet. Deswegen ist es ganz sinnvoll, sich andere Szenarien deutlich zu machen. Also vorstellbar ist es etwa, dass also die russische Armee hat ja inzwischen auch so Ableger in diesen Armeen von Prigozhin und Kadyrov, also es gibt da mehrere Player. Durchaus ist vorstellbar, dass man irgendwann sieht, es wird ein Machtkampf in Russland entschieden und dass es gewissermaßen ein Wettlauf der russischen Truppen, der verschiedenen Einheiten von der Front in das Zentrum gibt, weil man da seine Interessen wahren muss. Also ich will damit nur sagen, dass die Möglichkeiten, wie sich der Krieg weiterentwickelt, vielfältig sind. Herr Nassei, darf ich Sie fragen, dieses Bild eines Pokerspiels, wäre das eine Variante der spieltheoretischen Konstellation, die Sie heute Morgen angeführt haben? Weil Sie es ja um eine Pointe, glaube ich, ergänzt, weil man hat den Pokerspieler sich gegenüber, kann ihm aber nicht ins Blatt sehen und insofern kommen rationale Überlegungen an Grenzen an der Stelle, oder? Sehr schön. Vielleicht zum Abschluss nur nochmal die Frage, Sie sprachen oder Sie zitierten den italienischen Historiker, der von dem Amateurhistoriker Putin sprach, der sich mit der Geschichte anlegt. Aber
Sind das denn wirklich, sagen wir mal, privatwissenschaftliche Fantasien Putins oder werden solche imperialen Ambitionen und solche imperialen Handlungsrahmen nicht auch unabhängig von Putin virulent bleiben? Also müssen wir nicht damit auch in Zukunft rechnen und wir werden auch auf absehbare Zeiten da im imperial ausgerichteten Russland rechnen können, inwiefern man überhaupt mit so etwas dann rechnen kann, weil wir eigentlich in ganz anderen Bezugsrahmen ja politisch denken mittlerweile. Ja, genau. Also das ist ja die These, dass wir es mit Kulturmustern zu tun haben, die jetzt nicht einfach russisch sind, also nicht beliebig tief in die Vergangenheit zurückreichen, sondern die in einer bestimmten Zeit entstanden sind und die irgendwann auch wieder vergehen werden, hoffen wir. Und wenn man das sagt, sagt man natürlich zugleich, dass Putin zwar eine bestimmte Verantwortung hat, dass die Situation aber nicht völlig anders aussähe, wenn er jetzt nicht an der Macht wäre. Nicht? Also wir haben es mit einer Konstellation zu tun, in der bestimmte, ein imperial imprägnierter Nationalismus in Russland auch unabhängig von Putin existiert. Und zugleich haben wir es halt mit einem Hobbyhistoriker der schlimmsten Sorte zu tun. Also wenn Sie mal mit Hobbyhistorikern, das sind ja meistens Männer, insofern halte ich es hier in der männlichen Form, also wenn Sie mit so Leuten mal zu tun hatten, ist ja das Verblüffende, die meinen alles zu wissen und die haben ein stupendes Faktenwissen, nicht? Aber oft mangelt es eben an historischer Urteilskraft, an der Fähigkeit, kreativ damit umzugehen und eben auch die Vorstellungsräume von Akteuren, von historischen Akteuren zu betrachten, die nicht ausgeschöpften Entscheidungspotenziale von vergangenen Situationen auch zu betrachten. Und das ist bei ihm der Fall. Also daher eben dieser furchtbare Determinismus, dass er meint, entweder wir halten jetzt die Ukraine bei Russland oder Russland wird zerfallen. Das ist letztlich seine Vorstellung. Ich möchte auch noch eine Frage hinzufügen. Es wird ja von Menschen, die versuchen, Putins Krieg auch als eine Art von Verteidigung zu verteidigen, immer wieder gesagt, ja, das war eine Verteidigungsposition, in die er durch die Ausbreitung der NATO nach Osten gezwungen wurde. Putin sah sich bedroht und das müsse man verstehen, dass wenn die NATO eben sich immer weiter nach Osten ausdehnt, dass Putin dann oder Russland sich irgendwann dagegen zur Wehr setzen müsste. Das passt ja nur bedingt in so einen Bezugsrahmen, dem es eher darum geht, den Herrschaftsanspruch auf Staaten wie die Ukraine oder das Baltikum, das Sie auch genannt haben, auszudehnen und gar nicht so sehr damit rechnet, dass man jetzt einen NATO-Angriff befürchtet oder sich von der NATO bedroht fühlt, oder? Ja, also Situationen sind ja oft paradox. Also dass jetzt die Vorstellung von europäischer Russophobie, dass die vorhanden ist in Russland, kann man gar nicht bestreiten. Und ich würde sogar sagen, das gehört zu dem Mindset dazu, der seit dem polnischen Aufstand von 1830-31 vorhanden ist und durch Figuren wie Alexander Puschkin eben auch in der Hochkultur transportiert worden ist. Dennoch kann man sich, ist es ja eine falsche Analyse, würde ich jetzt jedenfalls sagen, der politischen Situation. Also es gab keine NATO-Osterweiterung, sondern es gab Beitritte der ostmitteleuropäischen Staaten zur NATO und man muss schon darauf bestehen, dass eben nach der Charta von Paris, die ja auch von Russland unterzeichnet worden ist, solche Entscheidungen, souveräne Entscheidungen sein dürfen. Und man darf auch darauf hinweisen, dass die NATO mit Russland eine Grundakte abgeschlossen hat, die weitgehendes Mitspracherecht Russlands vorsieht.
Ich glaube, dass nichts dafür spricht, dass man die NATO als bedrohlich für Russland ansieht, was aber nicht ausschließt, dass es solche Perzeptionen in Russland gibt, weil sie eben auch gepflegt werden. Weil nichtsdestotrotz, und da ist ja vielleicht dann wirklich der Punkt, an dem man begreift, wie dieses Denken funktioniert, dass in dem Mindset, das Sie beschrieben haben, so etwas wie eine souveräne Entscheidung der Ukraine eigentlich gar nicht vorgesehen ist, weil es nicht als souveräner Player wahrgenommen wird in dem russischen Bezugsraum. Ja, also das ist eben wiederum das Denken in Einflusssphären, wobei dieses Denken in Einflusssphären eben besonders verschärft gegenüber der Ukraine ist. Und da spielt es eine Rolle, dass man in der russischen Geschichtsschreibung diese Vorstellung der Gemeinsamkeit, der Verwandtschaft der Russen und der Ukrainer gepflegt hat. Deswegen bin ich im Grunde auch gegen diesen Titel, den Andreas Kappler für sein sehr, sehr gutes Buch über die Russen und die Ukrainer gewählt hat. Also er spricht ja von ungleichen Brüdern, was diese Vorstellung der Verwandtschaft und damit auch eine gewisse Teleologie der möglichen Wiederversöhnung eben aufnimmt. Bemerkenswert ist, dass die Ukraine eben, dass gerade an der Ukraine diese imperiale Reintegration versucht wird, während man bei den baltischen Staaten diesen Schritt nicht gegangen ist. Und das wiederholt eine Situation im Übrigen von 1917-18, als das bolschewistische Russland auch militärisch alles getan hat, um die Ukraine beim bolschewistischen Staat zu lassen, während man eben die baltischen Staaten und auch Finnland damals hat gehen lassen. Also das ist eine ganz bemerkenswerte Differenz, finde ich. Vielen Dank, Herr Schulze-Wessel, für diesen sehr instruktiven Blick in die russische Geschichte und das historisch überlieferte Weltbild.